Versprich mir, dass du auf ihn aufpasst, ja? Ihr wisst, was zu tun ist. Nicht nachdenken. Einfach machen. Testläufe für den großen Knopfdruck. Out and out. Danke, Alternis 1 und out. Okay, vielen Dank, das ganze Team ist durch mit den Tests. Also einfach für morgen Ende. Die Hubschrauberüberwachung läuft präzise. Hier nur Werk. Ich habe nichts anderes von dir erwartet. Danke, Chef. Guten Abend, die Herren. Prozesse sind abgeschlossen, läuft alles reibungslos. Ja, Sie stehen mir für alles gerade, Herr Koch. Also der Gebäudeschutz ist meine Abteilung, Herr Reisig. Und dafür kann ich ja nur selbst gerade stehen. Wie auch immer, Sie garantieren mir, dass das morgen läuft. Reibungslos. Guten Abend. Bis morgen dann. Warum lässt Kassel diesen Wichtigtour so dicht an sich ran? Reisig ist gut. Kendo kämpfst, was für Kendo denken. Du kämpfst genau so, wie du alles andere auch tust. Mit dem Kopf durch die Wand. Danke für die Blumen, stell sie gleich in die Vase. Bitte, geht aufs Haus. Echte Champions lassen den Gegner auch mal kommen. Abschätzen, warten, wenn er angreift, die Wucht des Gegners benutzen, um ihn auszuhebeln. Aber bist du nicht ein bisschen jung für Altersweisheit? Je mehr du was kontrollieren willst, je ehrgeiziger du bist, desto weniger Chancen hast du. Kannst dich alles im Griff haben. Irgendwas geht immer schief. Was ist denn los? Bist du in Ordnung? Wieso? Ich bin klar. Du bist mir doch heute wieder diverse Male ins Schwert gerannt. Ich warte einfach, bis du 70 bist. Dann kriege ich dich schon.
klar, Chef? Was jetzt festnehmen? Was soll das? Ich bin Robert Fernau, Chef der Gebäudesicherheit. Ich nehme mal an, dass das nicht Ihr Wagen ist. Na und? Sie haben Alarm ausgelöst und ich würde gerne wissen, was Sie unter dem fremden Wagen wollen. Ist was runtergefallen? Ihren Ausweis bitte. Sie werden es nicht glauben, der liegt unterm Wagen. Zentrale, alles unter Kontrolle. Hier hat nur jemand versehentlich den Autoalarm ausgelöst. Laura Schumann? Bravo. Sie können ja lesen. Der Tag fängt hier gut an. Deine Arbeit, Jungs. Gewerkschaft Bergbau, Polizei. Und ein paar Wahnsinnige von der Nationalen Zukunftspartei. Sie müssen was unternehmen, Fernau. Darf ich mal? Ich glaube, wir haben bereits eine Lösung gefunden. Darf ich bekannt machen, Herr Robert Fernau, Chef der Gebäudesicherung, Frau Dr. Schumann, unsere neue Chefin für die Öffentlichkeitsarbeit. Danke. Wir hatten schon das Vergnügen. Wir werden Vertreter der Gewerkschaft und eine Delegation der Kumpels einladen. Einladen? Sie bekommen Ausweise, wie die anderen Gäste. Können an der Veranstaltung teilnehmen. Wir werden auf Sie eingehen und wir haben Sie da drin besser unter Kontrolle. Was meinen Sie, lässt es sich machen, was Frau Dr. Schumann vorschlägt, Herr Fernau? Wird Ihr Team mit ein paar Gewerkschaftlern fertig oder nicht? Also wenn Sie meinen, das Chaos damit in den Griff zu bekommen, an uns soll es nicht liegen, Frau Doktor. Eisig schwitzt. Dem muten Sie ganz schön was zu mit Ihrer Aktion. Wissen Sie, wir haben hier sehr sensible Bereiche untergebracht. Ich wundere, dass Sie das Wort sensibel überhaupt kennen. Respekt, wie Sie das mit den Kumpels geregelt haben. Ich habe 4 Brüder. Ich weiß, wie man mit Männern umgeht. Ach, so einfach ist das? Nicht immer. Leider. Ich nehme an, Sie sind der ruhige, zurückhaltende Typ. Falsch. Ich bin der giftige Typ. Ich kratze, beiße und werfe mit Sand. Ich hatte schon Angst, wir würden nicht zueinander passen. Den Sicherheitsbeamten begeben Sie sich gerade auf sehr unsicheren Boden nach vorne. Vielen Dank für den Beamten. Darf ich? Sie müssen die Smartcard mit Ihrem Fingerabdruck freischalten. 64.000 Einzelsensoren checken dann Ihren wunderschönen Finger und aktivieren die Karte für eine Minute. Alles sehr sensibel hier. Mögen Sie Pac-Man? Mein Name ist Laura Schumann und ich werde Ihnen jetzt das modernste Energiegewinnungsprogramm vorstellen, das es zurzeit weltweit gibt. Unter Leitung von Altan hat ein internationales Joint Venture von Partnerfirmen eine neue Technologie entwickelt, um Menschen überall auf unserem Globus billigen und umweltfreundlichen Zugang zu elektrischem Strom zu verschaffen. Es ist Altan gelungen, sogenannte Hochtemperatur-Brennstoffzellen herzustellen und sie an Gasturbinen zu koppeln. Diese Anlagen werden dann mit Erdgas betrieben. Verdammt selbstbewusste Person. Wie kommst du mit der Fernmasche nicht weit? Was ist denn die Fernmasche? Der unnahbare Held, der die Zähne nicht auseinanderkriegt.
Die Kraftwerke funktionieren nach dem Prinzip der kalten Verbrennung. Das heißt, es entstehen weder Schwefel noch Stickoxide. Ebenfalls eine extreme Entlastung unseres Planeten. Zehn dieser Kraftwerke, die fast vollautomatisch funktionieren und über Datenleitungen aus der Ferne gesteuert. Zeitpunkt. Ich mach mal noch einen. Alles klar, Chef. Zwei in der Ukraine, zwei in Jakarta in Indonesien, zwei in Namibia und eines im Tschad. Los! Anwesenheit der Medien und von Vertretern aus Wissenschaft und Politik wird unser Zentralcomputer morgen früh, Punkt 8 Uhr Ortszeit, die Kraftwerke hochfahren und innerhalb weniger Minuten die Stromversorgung von etwa 1 Million Menschen übernehmen. Bitte begrüßen Sie nun mit mir Herrn Karl Heisig, den Projektleiter, und Dr. Heinrich Kassel, Vorstandsvorsitzender der Alzheimer. Verglasung aller 52 Stockwerke, eine sensible Zone mit einem Radius von 1 Kilometer rund um den Tower, Tag und Nacht bewacht. Smart Chips in den Ausweisen, 47.000 auf allen Ebenen verteilte Sensoren. Und wozu das alles? Wenn wir nicht mal vor ein paar fanatisch mit Wasserpistolen bewaffneten Schmiranten sicher sind. Aber es hat doch gar keinen nennenswerten Schaden gegeben. Ein paar harmlose Fanatiker, Weltverbesserer. Mein Gott, von hier aus werden die neuen Werke kontrolliert. Ich will gar nicht dran denken, was alles hätte passieren können. Es ist mir unverständlich, wie die hier reingekommen sind. Selbstverständlich übernehme ich die Verantwortung. Es tut mir leid, Herr Fernau. Sie sind ab sofort aller Pflichten und Rechte enthoben. Bis auf Weiteres. Herr Konrad wird die Gebäudesicherheit übernehmen, bis die Sache geklärt ist. Beckmann? Ja, kein hier. Ja.
Anzeige wegen Hausfriedensbruch. Nein, ihr habt nicht genügend Zeit. Ihr habt es mir 20 Minuten versprochen. Das weiß ich selber, dass das scheiße ist. Was? Nicht ein bisschen Öl? Ach, was soll's. Mach Platz. Du witterst wohl Arschgeruch, Granitz. Immer wenn ich am Boden liege, bist du zur Stelle. Nur um dir wieder auf die Beine zu helfen. Ich verzichte auf deine Hilfe. Komm, lass uns Frieden schließen, Robert. Dein Vater ist im Krieg gefallen. Und deine Flucht in den Westen hat Willi vermasselt, nicht ich. Ich habe euch damals sogar gedeckt. Schade, dass die Sache heute so dumm gelaufen ist, Willi. Tut mir leid. Aber ich bin hier, um es wieder gut zu machen. Damit du siehst, dass ich meine Männer nicht im Stich lasse. Wie hast du das gedreht? Man kann jeden kaufen, Robert. Da ist doch eine ganze Menge Geld für dich drin. Vergiss es, Granitz. Das hier ist nicht Honeckerland. Die würden jede Summe für deine Mitarbeit zahlen. Die Sache ist noch nicht vorbei. Die brauchen dich. Das ist doch eine gute Position zum Verhandeln. Sag deinen Preis. Nenn eine Zahl. Robert, hilf mir hier aus der Patsche, bitte. Es geht um eine gute Sache. Und ich verspreche... Das verspreche ich dir. Ich krieg raus, was da heute gelaufen ist. Dein Vater war einer von uns. Du bist Familie. Du kannst mich jetzt nicht hängen lassen. Beckmann? Ferner hat mein Angebot abgelehnt. Sie wissen, was das heißt? Ja. Nach Hause. Ich habe hier einen Highscore geknackt, Werner. Was machen Sie hier? Die Tür war offen. Privat scheinen Sie es mit der Sicherheit auch nicht so zu haben. Danke. Entschuldigung. War nicht komisch. Aber heute ist irgendwie nicht mein Tag. Schon gut, mein Tag ist es wohl auch nicht. Fühlt sich ganz wie zu Hause. Eigentlich bin ich gekommen, um mich zu entschuldigen. Meine Aktion war ja wohl Mitschuld an ihrem Rausschmiss. Wieso? War doch eine ganz gute Idee. Ist mir leider nicht selbst eingefallen. Moment mal. Das war nicht Ihr Plan, die Demonstranten ins Haus zu lassen? Herr Konrad hat mir den Tipp gegeben. Und ich fand's gut. Willi? Los geht's. Tut mir leid. Vielleicht ein andermal. Hat sie jemand reingelegt? Herr Konrad vielleicht? Willi,
Für Willi lege ich meine Hand ins Feuer. Auf! Sie haben eine neue Nachricht. Erste Nachricht. Ruf mich an, dringend. Also. Robert! Robert! Das sind meine Smartcards. Kommen Sie nicht ins Altanggebäude. Schön gar nicht nachts. Für wie blöd hältst du uns eigentlich? Die Abluftkanäle des Gebäudes. Hier, hier und hier. Sind der einzige freie Zugang.
Sie haben einen Durchmesser von 2,5 Metern. Kein Alarmsystem. Nichts. Sie müssen ja auch nicht gesichert sein. Die Abluftkanäle liegen im 42. Stock. Das sind 160 Meter über der Straße. Genau. Dass, wenn Sie da hochkommen würden, das ganze Gebäude ist von Lasern gesichert. Mit einer modernen Lasersicherung, die jedoch nur bis zum zweiten Stockwerk reicht. Hier, zwischen den Abluftkanälen, befindet sich ein Terminal. Und das ist direkt mit eurem Zentralcomputer verbunden. Und genau da brauchen wir dich und deinen Zeigefinger. Heisig. Wozu braucht er denn mich noch? Heisig hat nicht die körperlichen Voraussetzungen für unseren Plan. Er wird übernehmen, nachdem Sie uns reingelassen haben. Spätestens morgen früh wird man die beiden vermissen. Morgen früh ist alles vorbei. Zeit, sich von Albrecht einweisen zu lassen. Zeit, dass ich mich auf die Socken mache. Frau Schumann, Herr Heisig, kommen Sie mit. Markieren Sie nicht den Helden. Was ist? Machen Sie, was man Ihnen sagt, Fernau. Bitte. Sie gefährden uns alle hier. Sie wollen also bleiben? Auch gut. Frau Schumann? Hagen! Dann gehe ich eben allein. Ich lasse mich nicht von euch schmieren, Kommandanten, erpressen. Sie sind ein miserabler Pokerspieler, Herr Fernau. Ich kenne Frau Schumann kaum. Und Heisig hier hat mich heute gerade gefeuert. Ihr glaubt doch nicht, dass ich den Kopf hinhalte für die beiden. Geißler! Erschießen Sie die Frau! Sie auf. Vorsichtig in den, komm. Dein Messer, komm. Verbandzeug, ich brauche Verbandskasten. Lebt sie noch? Wir brauchen einen Arzt, sofort. Wissen Sie, Ferner, hätten Sie sich von Anfang an kooperativer gezeigt, lege Frau Schumann jetzt friedlich im Bett. Was muss ich tun, dass Sie einen Arzt holen? Aber eine Überraschung. Darf ich bekannt machen? Dr. Alfred Reich,
Vorsitzender der NZW, Willi Konrad, ohne dessen Hilfe unser kleines Vorhaben sicherlich nicht möglich geworden wäre. Schick ihn weg. Willi. Ich war gerade bei Fernau. Pardon, Dr. Reich, wenn Sie uns einen Moment entschuldigen würden. Die Tür war offen, die Wohnung ein Schlachtfeld, Blut am Boden. Was geht da vor? Du weißt genau, was vor sich geht, Willi. Ich weiß nur, dass es darum ging, diese Politaktion heute früh zu ermöglichen. Um eine gute Sache sollte es gehen. Es war von einer geschickt geplanten, friedfertigen Aktion die Rede. Und dass ich morgen früh einen Systemfehler entdecke, der Robert entlastet. Das hat leider nicht funktioniert. Du hast uns da oben 20 Minuten versprochen. Wenn eure Aktionisten zu dämlich sind, um mit Spielzeug umzugehen, kann ich nichts dafür. Hier geht's doch um mehr, als du mir erzählt hast. Ja, Willi, es geht um mehr. Viel mehr. Und man hat sich entschlossen, zu anderen Mitteln zu greifen. Wir hatten Abmachungen. Ich werde überschuldig. Jetzt sind wir quitt. Du hast mir dein Wort gegeben, dass diese Sache ohne Gewalt abgeht. Setz dich, Willi. Die Sache läuft. Mit dir oder ohne dich. Du weißt doch nur zu gut, dass dein Arbeitgeber dich ohne mit der Wimper zu zucken vor die Türe setzt, wenn deine Vergangenheit bekannt wird. Willst du das, Willi? Wir sind um die 60. Bald Pensionäre. Ist scheiße, wenn man dann keine Pension hat, oder? Wir sind deine Freunde, Willi. Nicht irgendwelche Bonzen. Du bist doch selbst einer von diesen Bonzen. Wo ist denn dein Zeichen? Hier. Ich trage es immer noch. Aber ich bin immer stolz darauf. Und du erzählst mir etwas von Freundschaft und Treue. Deine einzige Treue gilt deinem Kapital. Wo ist Robert? Du solltest dich da raushalten, Willi. Die Sache ist zu groß für dich. Ich frage nur noch einmal, wo ist Robert? Gerrit, so hoch raus! Gegenüber von Altern. Penthouse. Wenn Robert nicht wohl auf ist, bringe ich dich persönlich um. Das bringt doch nichts, Willi. Jetzt hast du Schiss, was? Geschieht dir recht. Das muss noch den Polacken und dem ganzen Gesinnen Kraftwerk auf den Acker stellen, hä? Das wäre den Wurzler. Das heißt Kreslau! Wir Deutschen sind ohne Job und die Kanaken lachen über uns. Hast du da mal drüber nachgedacht? Nee, oder? Oh, Scheiße. Ist ja ätzend. Ist dem auch ein Skinhead? Arschloch. Mal gucken, wie der Fifi hier steht. Au, komm doch. Mütze, Glatze. Scheiße. Jetzt reicht's. Aufhören! Wenn Sie mich brauchen, komme ich noch einmal. Schafft sie's. Sie müsste dringend in ein Krankenhaus. Ja, genug gequatscht. Sie gehen jetzt. Zeit!
Robert. Viel Glück. Wir kriegen Regen, vielleicht sogar Schnee. Jetzt! Sitzt perfekt. Anzieh! Ja, fester! Okay. Ab! Ihr seid doch wahnsinnig. Zeigt mir für Angriffe, schaut mir das Ding hier oben, glaubt, dass ich da hochkomme. Das soll nicht Ihr Problem sein. Selbst wenn Sie tot sind, wir kriegen Sie da hoch. Seid ihr kommen angekündigt? Wo ist Robert Ferner? Arbeit. Wollt ihr mit Frau Schumann? Die Frau kann euch doch gar nicht helfen. Ihre Entführung war nicht geplant. Aber sie hat sich als sehr nützlich erwiesen. Hier kann sie nicht bleiben. Von Schuhas war nie die Rede. Thank you.
Albrecht, da ist jemand drin. Hol Ferner da weg, bevor er auf dumme Gedanken kommt. Hey! Albrecht, schneid ihn ab. Was? Ich hab gesagt, du sollst ihn ab... Hey! Hey! Was macht er hier um die Zeit? Beckmann! Keine Ahnung. Laut Dienstplan sollte der erst im 6. sein. Pass mal auf. Noch so ein Ding. Und ich drück dir deinen Kehlkopf durch. Den brauchst du nicht zum Klettern. Hast du das kapiert? Alter! Geiles Tattoo. Lass ihn in Ruhe, das ist eine Natter. Natter? Was ist denn das? Das war so eine Hardcore-Truppe bei den Ossis. Die waren knochenhart. Denkst wohl, du bist was Besseres, hä? Redest nicht mit einem einfachen Mann wie mir, was? Zeig mir mal das Ding. Hey! Scheiß Sozi! Hey, halt es mal nicht ganz dicht, verdammt! Ich sehe mal nach Frau Schumann. Los, hinterher! Pass bloß auf, das schaffst du nicht nochmal, ja? Schon manch einem über die schlimmste Zeit hinweggeholfen. Herr Konrad. Es ist nicht so einfach, wie Sie vielleicht glauben. Wann hat es geahnt? Er hat geahnt, dass Sie ihn verraten haben. Ich habe Robert dich verraten. Eingelegt, verkauft, nennen Sie es, wie Sie wollen. Trotzdem hat er sie mir gegenüber verteidigt. Für viele lege ich meine Hand ins Feuer. Ich werde Ihnen alles erklären. Später. Später? Wann soll denn das sein? Schauen Sie auf die Uhr. Sie dürfen das Zeitgefühl nicht verlieren. Beckmann, Wetterprognose. Geißler, wir kriegen Schnee. Es wird kälter, als wir angenommen haben. Unter Null? Schnee haben wir bereits. Ja, Kaltfront aus dem Osten. Da kann auch nie was Gutes her. Los, Werner, weiter jetzt! Ich möchte mit Frau Schumann sprechen. Werner, machen Sie keinen Quatsch, dafür haben wir jetzt keine Zeit. Beckmann! Ich gehe keinen Schritt weiter, bevor ich nicht mit Frau Schumann geredet habe. Fordern Sie mich nicht heraus, Ferner. Frau Schumann, jetzt. Ah! Sind Sie wahnsinnig? Hier! Hey, sag mal, bist du durchgeknallt oder was? Den brauchen wir doch da oben! Lass los! Blöde Situation, was? Beckmann, kann ich den Frau Schumann haben? Fernau, wer will Sie sprechen?
Machen Sie es kurz. Robert? Wie geht's Ihnen? Es geht. Wo sind Sie gerade? Ich hänge ein bisschen in der Luft. Sozusagen. Kümmern sich die Arschlöcher um Sie. Hören Sie, Herr Konrad steckt mit denen unter einer Decke. Sie müssen... Robert? Willi? Hör zu, Robert. Ich hab das alles nicht gewollt. Sag mir, dass das nicht wahr ist. Du kennst mich lange genug, Robert. Ich zahle meine Schulden zurück. Die alten Seilschaften. Wenn ich gewusst hätte, wie weit es geht. Gib mir Frau Schumann! Robert, wir kümmern uns um sie. Pass auf dich auf. Denk dran. Den Gegner kommen lassen. Frau Schumann! Ihr habt noch genau eine Stunde und 49 Minuten, um 22 Stockwerke zu erklettern. Den Einstieg in den Schacht zu bewältigen und das Uplink vorzunehmen. Wenn Sie uns weiter aufhalten, kommt ja niemand wieder lebend raus. Genug gequatscht, Ferner. Ich will hier nicht festfrieren. Los! Scheiße. Wie sie. Thanos Uhr hat dasselbe Zeichen eingraviert. Was hat das Zeichen zu bedeuten, Herr Konrad? Was hat Robert damit zu tun? Die Natter ist war das Zeichen einer NVA-Eliteeinheit. Unbedingte Loyalität, absoluter Gehorsam, keine Fragen. Und wie jede Spezialeinheit haben wir Grauenhaftes getan. Im Dienst unseres Volkes. Dann fallen Mauern, Zeiten ändern sich. Und nur das Grauen bleibt. Und Robert hat der Truppe auch angehört? Nein. Roberts Vater, Leo. Wir waren Kameraden, wir haben in Afghanistan zusammen gekämpft, er ist dort gefallen. Die Uhr, die sie in ihrer Hand halten, hat ihm gehört. Nach Leos Tod habe ich Robert aufgezogen. Ich habe es Leo versprochen. Ich wollte damals schon weg, habe dann aber meine Flucht verschoben. Was haben Sie mit der NZB zu tun? Gar nichts. Die Nattern, wir halten immer noch zusammen. Granitz hatte noch was gut bei mir. Ich war in seiner Schuld. Granitz, der Spekulant? Der Granitz? Seine Natter? Aber Robert hat mit der Sache nichts zu tun. Jetzt aber schon. Das habe ich so nicht gewollt. Dann sollten Sie etwas unternehmen. Dann gehen Sie, informieren Sie die Polizei. Ich bin genauso ein Gefangener wie Sie. Die Preise vergleichen. Alle drei Monate einmal mit der Familie ins Kino. Wer ist nicht drin? Was soll er aufladen? Was eine scheiß Staublunge. Aber du machst es trotzdem. Aufzeitgeneration. Und dann kommt ihr mit eurer super Technologie und bumm, wir sind alle arbeitslos. Deshalb werden sie jetzt gewalttätig.
Sagen Sie bloß, Sie glauben an diesen deutschnationalen Zukunftsschwachsinn. Mein Bruder hatte eine Frau und drei Kinder. Kein Job, keine Chance. Von heute auf morgen niemand. Und warum? Weil irgendwelche Bonzen kommen und die schnelle Knete machen wollen. Ihr Bruder hat die gleiche Chance wie der andere, sich einen neuen Job zu suchen. Mein Bruder hat überhaupt keine Chance mehr. Vor einem Jahr kam er vom Arbeitsamt nach Hause, hat sich in sein Lader gesetzt, Schlauch in den Auspuff und zack. Und ich habe ihn gefunden. Es tut mir leid, Albrecht. Die einzigen, die sich um uns gekümmert haben, war die NZP. Die kämpfen für die Kumpels. Und jetzt kämpfe ich für die Partei. Albrecht, hör auf zu quatschen. Vorwärts! Aufhören zu schneien. Ist das jetzt gut oder schlecht? Es hört auf zu schneien, weil es kälter wird. Das ist eine Katastrophe. Scheiße. Geißler. Eis. Seh ich selbst. Schlimm ist es. Es überfriert bereits. Zugefroren. Scheiße, wie flott. Komm jetzt. Komm mal her. Dass ich dich mit hochschleppe, das war mal nicht die Zeit. Allein runter schaffst du es nicht. Und wenn du hier sitzen bleibst, entdecke ich spätestens der nächste Hubschrauber. Geister! Der Schirm braucht mindestens 120 Meter. Wir haben einen Auftrag. Keine Wahl. Ihr habt 7 Minuten, bis der Streifenwagen Albrecht findet. Was ist? Habt ihr mich nicht gehört? Doch, natürlich. Musste das sein, Geißler. 7 Minuten, over. Ich gehe vor, Sie sammeln die Keile ein. Was ist? Beweg dich! Und nimm den Typ auch gleich mit.
Los, steh auf. Steh auf. Das Messer. Das Messer. Ja. Na los, geh schon. Sowas überhaupt umgehen? Wie viel hast du denn schon auf dem Gewissen? Ich nehm's mit jedem auf, Opa. Jemanden töten? Einen umlegen? Ist nicht so einfach, wie du denkst. Das Lebenslicht auspusten. Dafür muss man schon ein ganzer Kerl sein. Na los, versuch's du mal. Schiss, alter Sack! Natürlich hast du keinen Schiss. Ich müsste mal auf Toilette. Es geht jetzt nicht. Ja. Soll ich auf den Boden pinkeln, oder was? Na los, du musst dir helfen. Ja, wieso ich? Du hilfst dir, Opa. Okay, du bist der Boss. Ja, wo soll ich jetzt hin? Weiß ich nicht. Mensch, Junge, sag schon. Wir machen, was du sagst. Ne? Also gut, da auf dem Gang. Da lang.
Der Heisig. Heisig, bitte! Aber ich habe ihn erwischt. Das war ich, Herr Beckmann. Schafft er nie normal, die rote Drecksau. Wo ist denn die Waffe, du Blödmann? Was soll denn das, Konrad? Denken Sie an Frau Schumann und Herrn Fernau. Die Waffe habe ich, Beckmann. Und ich habe Heisig. Und den brauchen Sie später doch wohl noch. Sie sollten verhandeln. Sie brauchen einen Arzt. Und jetzt? Was machen wir jetzt? Meine Familie ist in Gefahr. Ich gebe jetzt auf. Weiß ich. Kurz vor sieben laufen bei Alter die ersten Polizeizüge ein. Wir müssen Zeit gewinnen. Zeit gewinnen? Durch Ihre wahnsinnige Aktion verlieren wir unser Leben. Jetzt, wo es einen Toten gegeben hat, gibt es kein Zurück mehr. Er weiß selbst gar nicht, wie tief. Und ich kenne Granitz. Der hinterlässt keine Spuren und keine Zeugen. Es gibt keinen Zurück, Isaac. Wir müssen zusammenhalten. Beckmann! Hören Sie zu! Ich will mit Fernau reden. Sofort! Beschäftige ihn. Geh auf ihn ein. Ich bin gleich zurück. Herr Konrad, Herr Beckmann holt das Funkgerät. Sie können sich mit mir unterhalten. Der will uns reinlegen. Egal, so gewinnen wir Zeit. Das sind Kinder. Die wissen gar nicht, was hier abgeht. Gerade jetzt muss irgendwer den Gewinn aus der Sache ziehen. Was waren Sie ihm schuldig? Als Robert 16 war und ich sicher sein konnte, dass er genauso denkt und fühlt wie ich, habe ich ihm von meinen alten Fluchtplänen erzählt. Wir sind geschnappt worden. Granitz hat uns rausgehauen. Jetzt hat er uns verpfiffen beim Rausgehauen. So wurden da drüben Abhängigkeiten geschaffen. So funktioniert es überall. Nicht nur da drüben. Wo ist Granitz? Ich muss ihn dringend sprechen.
Ich warte nicht mehr lange, dann setze ich Heisig außer Gefecht. Sie kennen meine Vergangenheit, Beckmann. Glauben Sie mir, wenn ich mit ihm fertig bin, ist er für Sie wertlos. Was soll denn das, Konrad? Tun Sie das nicht, bitte! Lassen Sie mich in Ruhe! Tun Sie mir nichts, nein! Au, bitte! Oh, nein, nicht sag! Nein, nicht sag! Au! Bitte! Oh. Beckmann, au! Beeilen Sie sich! Au. Und Ferner sind jetzt drin, aber wir haben ein anderes Problem. Konrad hat Heisig als Geisel genommen, droht ihn fertig zu machen. Er will mit Ferner reden. Konrad blufft. Stürmen Sie den Raum. Ich garantiere Ihnen, dass er nichts unternimmt. Der Mann ist verzweifelt. Der ist nicht verzweifelt. Ich war in Afghanistan mit ihm. Glauben Sie mir, er blufft. Willi wird nichts riskieren, solange Ferner in Gefahr ist. Der liebt den Jungen wie einen Sohn. Ferner? Ja, hier will sich jemand sprechen. Augenblick, und fassen Sie sich kurz. Herr Konrad? Ich habe Ferner für Sie. Können Willi vertrauen, er ist auf unserer Seite. Passen Sie gut auf sich auf. Eins. Zwei. Robert, wir sind bewaffnet und Heisig ist bei uns. Drei. Willi! Willi! Was ist los, Willi? Ich hab dich nicht verstanden! Willi! Hörst du mich? Du auf! Ihre Freunde haben eben den sehr weisen Entschluss gefasst, doch mit uns zu kooperieren. Ich hoffe, Sie sind genauso schlau. Geh jagen. Granitz, wir sind in ein paar Minuten online. Sie können Ihre Männer reinschicken. Ich freue mich, Ihnen und Ihrer Sache Diener gewesen sein zu dürfen. Ja.
an. Wir sind hier soweit. Okay, wir auch. Ihr gleich hast es hinter dir. Was habt ihr vor? Das geht dich nichts an. Beckmann! Was habt ihr vor? Sie schulden mir eine Erklärung. Gar nicht schuldig. Aber bitte, Sie haben schließlich Ihren Teil dazu beigetragen, jetzt sollen Sie auch am Triumph der NZB teilhaben. Was passiert wohl, wenn Altan heute früh um 8 die Stromversorgung auf Brennstoffzellenbetrieb umschalten will? Und der Computer kurz danach alle 10 Kraftwerke lahmlegt? Was heißt das, Kraftwerke lahmlegt? Kein Strom, kein Licht, nichts geht mehr. Für 1 Million Menschen. Aufzüge, Krankenhäuser, Polizeifunk, alles weg. Millionen, denen man das Alternwunder versprochen hat, werden sich von Altern betrogen fühlen. Man wird anfangen, Dinge zu hinterfragen. Fernau. Man wird fragen, ob deutsche Firmen nicht zuerst für deutsche Arbeiter da sein sollten. Ob nicht die Erhaltung deutscher Arbeitsplätze wichtiger ist als die Ausschüttung höherer Gewinne für ausländische Investoren. Heute erobern wir Altern und morgen die ganze Welt. Endlich habe ich dich soweit. Alles nur eine Frage der Methode. Ablink. Wir haben es geschafft. Los. Jetzt bist du dran. Und kein Scheiß. Denken Sie an Ihre Frau und Ihre Tochter. Schneller. Überspring das. Was ist das? Das ist nicht der Zentralcomputer. Was? Was läuft hier? Was treibst du denn? Ich bin hier! Ich hab nichts getan. Fernau hat doch die Codes. Wir sind noch nicht drin. Wir sind immer noch in der Gebäudesteuerung. Fernau hat uns nicht reingelassen. Verdammte Scheiße! Reingelegt. Wir sind noch nicht im Zentralkomitee. Geisler, melden Sie sich! Was ist denn los? Geisler? Hören Sie mich nicht! Verdammt nochmal! Melden Sie sich! Geisler! Brauchen wir noch. Das ist nur eine Frage der Methode. Einheit Natter, Natter 4, komm. Einheit Natter, Natter 4, komm. Ja, Ihre Kennnummer. Was? Ihre Kennnummer, Natter 4.
Dano. Ich sage alles nur einmal. Und verlassen Sie sich darauf, Sie haben es nicht mehr mit irgendwelchen Idioten zu tun. Hier liegen bereits 4 Tote fern. Oh. Sie werden uns jetzt Zugang zu den Zentralcomputer gewähren. Sie haben die nötigen Codes. Das werde ich bestimmt nicht tun. Dann werden Sie die Verantwortung für die sofortige Exekution von Willi Conrad tragen müssen. Mit ihm fangen wir an. Herr Fernau, Sie sind nicht in der Position zu verhandeln. Gut, ich mach's. Jetzt deaktivieren Sie alle Gassensoren und löschen die Parameter für die Abschaltautomatik. Das hebt jegliche Sicherung auf. Ja, nein. Bitte machen Sie, was man Ihnen sagt. Nein, das kann ich nicht. Den Rest schaffen wir auch ohne ihn. Direkte Berührung kommt, das steht plötzlich alles in Flammen. Jakarta, Afrika. Die Kraftwerke sind weit weg. Denken Sie an Ihre Frau und Ihre Tochter, anstatt sich über das Leben anderer Leute Sorgen zu machen. Um genau 8 Uhr wird Ihre Firma ihr großes Weltuntergangstheater starten. So oder so.
Genau, was willst du hier? Ich muss da rein. Das geht nicht, sei doch vernünftig. Ruf Kassel, ich muss da rein. Tut uns leid, aber du hast Hausverbot. Seibold für dich. Seibold. Seibold! Ferner, was soll das? Was war das gerade da unten? Das bringt doch nichts. Jemand will die Kraftwerke hochgehen lassen. Geh ins Hauptbefehlsmenü. Ich darf von dir keine Befehle mehr annehmen. Seibold! Wir müssen Angriff auf den Zentralcomputer abblocken. Kein Mensch kann da rein. Steck das Terminal im Abluftschacht. Wir haben Heinrich und Willi. Schumann ist vielleicht schon tot. Heiliger Bimbam. Gib mir 10 Minuten. Wenn du bis dahin nichts von mir hörst, schalt alles ab, Seibold. Sonst gibt's eine Katastrophe. Das kann ich nicht. Und ruf die Polizei, die soll ins Gerätehaus kommen. Ich ruf Kassel an. Ohne Kassel mache ich das nicht. Kassel? Ich komme sofort. Wenn die 10 Minuten um sind, schalten Sie ab. Alles. Okay. Und halten Sie mich auf dem Laufenden. Fertig. Override. Gut. Das war's. Was ist meine? Ich komme nicht mehr rein. Keine Chance. Das System nimmt meine Befehle nicht mehr an. Was mit denen? Um die kümmere ich mich. Sie haben ein Programm eingeladen, das uns. Ich habe versucht, es zu verhindern. Rufen Sie drüben an. Rufen Sie den Krankenwagen. Die Polizei ist gleich hier. Kleinigkeit, kümmere dich lieber um das da. Noch nicht abgeschaltet. Ich komme nicht mehr rein. Das System nimmt keine Befehle mehr an. Okay, ich versuche es von hier. Reden Sie mit ihm. Was ist denn los? Heisig? Seibold. Die Polizei ist unterwegs. Kassel ist oben. 5 Minuten. Mit
dieser innovativen Technologie gut, präsentiert sich Altan erneut. Ich stoppe den Countdown, wenn Ferner es in 2 Minuten nicht geschafft hat. Umsetzung und Vermarktung seine Stellung als Global Player in Zukunft. Dann stoppe ich jetzt den Countdown. Was heißt das, kann ich nicht? Begrüßen Sie nun mit mir Herrn Dr. Kassel, nicht mehr aufhalten? Den geistigen Vater dieses Projekts. Scheiße, ich komme nicht rein. Gibt es keinen anderen Weg? Die haben unser System manipuliert. Wir brauchen das Passwort. Vielen Dank. MZP. National. Zukunft. Die denken falsch. Das hat nichts mit der Partei zu tun. Das waren Granitz-Leute. Geben Sie Natter ein. In wenigen Sekunden werden 10 dieser neuen Kraftwerke ans Netz gehen. Damit beginnt eine neue Ära der Energieversorgung. Ist er verheiratet? Ja. Granitz. Granitz ist nur Mittelsmann, der hat mit dem Code nichts zu tun. Bitte. Es sind immer Geburtsdaten, Kinder, Haustiere. Sehr witzig. Wessen Haustiere? Ad unum omnes. Was jetzt? Wir brauchen irgendwas. Auf Deutsch. Omnis, alle. Bis zum letzten Mann. Eine Menge Blut. Nicht gut in deinem Alter. Weißt du, all die Jahre, ich war mir nie sicher. Ich kam ja an dich wie die Jungfrau zum Kind. Ich wusste nie, ob ich alles richtig mache, du als Vater und Mutter. Ich habe gehofft, dass es dir was wird. Dass ich dir am Ende was beibringe. Dass ich dir die richtigen Ideen mitgebe. Dass aus dir ein gerader, starker Mann wird. Ich weiß, Willi. Ich hätte mir keine Sorgen machen brauchen. Das hat dir alles noch dein Vater mitgegeben. Leo wäre stolz auf dich. Mach zu. Mach die Tür zu. Die Verantwortung für die Katastrophe hätte erstmal Altan getragen. Altan-Aktien wären innerhalb von Minuten in den Keller gefallen. Wir hätten gekauft.
Und Altan hätte nicht mehr Altan gehört. Und Albrecht und Beckmann und die NZP hätten als Sündenbock herhalten müssen. Altan, Opfer eines Terroraktes von rechts. Die Aktien gehen wieder hoch. Und du und deine mächtigen Hintermänner werden noch mächtiger und noch reicher. Sag was, Werner. Es tut mir leid. Ich hätte das verhindern können. Schon gut. Macht Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Es gibt immer Stärkere und Schwächere. Gewinner und Verlierer. Und jetzt? Ich sag's dir. Du gehst in den Knast und ich geh mit meinen Anwälten essen. Und die, die schlussendlich die Fäden in der Hand halten, werden Leute wie dich und Fernau auch weiterhin an diesen Fäden zappeln lassen. Wie Marionetten. Hier. Hat mir sehr geholfen. Behalt sie noch ein bisschen. Nur so zur Sicherheit. Danke, Rubel. Ich weiß, wie viel sie dir bedeutet. Dann ist ja gut. Schrecklich, wie doch so oft das Böse siegt. Diesmal gibt es keine Gewinner. Nur Verlierer.